So, welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video erklärt euch mein Modelkollege Gentian drei bis fünf Tipps als Anfänger, wenn du jetzt Model werden möchtest. Das machen wir nochmal, oder? Nee, das ist cool. Ja? Ja. Das ist cool? Ja. So Leute, ja, wir sitzen hier gerade noch im Headquarter in Metzingen von Hugo Boss. Wir hatten gerade beide ein Shooting und zu meiner Linken sitzt jetzt das absolute Mega-Fashion-Model Gentian aka Geti und der erklärt euch jetzt mal die drei bis fünf coole Tipps, wenn du auch ein erfolgreiches Model werden möchtest. Aber vorab noch, Geti und ich sind beides Model-Opas und Geti hat richtig, richtig, richtig viel Erfahrung. Best Age Models. Best Silver Models. Ja. Aber ich will gar nicht lange quatschen, Geti, leg los. Was gebe ich euch mit? Ich glaube, das Erste ist und das Wichtigste wäre, dass ihr einfach Attitude mitbringt, also gute Attitude, keine Janina Attitude. Ja, das würde ich auch sagen. Keine extreme Attitude. Ihr solltet auf jeden Fall versuchen, gewisse Posen zu erlernen, einfach mit der Kamera umgehen zu können. Ihr solltet auf jeden Fall immer eine gewisse Pünktlichkeit mitbringen. Also am besten wäre es natürlich, wenn ihr immer 5 bis 10 Minuten vorher da seid. Und es keine Leiche morgens meint. Ganz genau. Hier. Er wird es noch verlinken. Bad Cannstatt, Leichenfund, 2 Stunden zu spät. Oh mein. Was auch sehr gut ist und wichtig ist, ist, dass ihr auf jeden Fall irgendwie ins Ausland geht, dass ihr eine Erfahrung macht. Ich würde gucken, mit welcher Agentur ihr hingeht. Ich würde mir Informationen holen, welche Agentur ihr gehen dürft, beziehungsweise welche Agentur gut wäre für euch. Ihr müsst dann auch wissen, seid ihr eine Editorial-Person oder seid ihr eine Commercial-Person. Ihr müsst gucken, dass ihr ein gutes Buch habt. Ich glaube, das ist somit das, was ich mitgeben würde. Okay, all in all, nochmal zusammengefasst, also einmal Attitude, yes. Pünktlichkeit hattest du gesagt, yes. Ins Ausland gehen, yes. Um Material zu bekommen. Genau, gutes Book. Was auch gut ist, einfach Vorinformationen und was auch wichtig ist, das hatte ich vielleicht nicht gesagt, aber was richtig wichtig ist, ist, dass ihr gut laufen könnt. Und das Krasse ist, es gibt viele Leute, die da einen versuchen, das beizubringen und dergleichen, aber ihr müsst euch da wirklich jemanden holen und ihr müsst wirklich jemanden kennen, bei dem ihr das richtig gut erlernen könnt. Am besten ist es, wenn ihr das bei einem Model macht, der kann euch das meistens zeigen, der euch einfach nochmal sagen kann, wie ihr laufen könnt und wie man das Laufen erlernt sozusagen, weil du kannst nicht einfach auf den Laufsteg hin und dann sagen, weil du wirst als erstes Arschflattern haben. In den ersten Tag, wenn du laufen wirst, wirst du richtig Arschflattern haben. Du wirst Adrenalin verspüren. Wenn dann auf einmal die ganzen Leute auf dich gerichtet sind, die Kameras, dann wirst du richtig Arschflattern haben. Okay. Ich glaube, das ist auch mit richtig. Arschflattern, ja geil. Ja, richtig. Oder wenn Graziano euch lässt, könntest du auch Arschflattern bekommen. Und genau, was auch wichtig ist, wenn ihr ein Fitting habt oder beziehungsweise wenn ihr angezogen werdet oder wenn jemand dein Styling macht und sowas und der Typ fasst dich an, dann darfst du ruhig sagen, hey, du machst zwar das Fitting, aber fass mich nur an den Stellen an, wo du auch darfst. Das ist auch wichtig. Also auf jeden Fall seine Meinung sagen. Also nicht Hashtag sexuelle Belästigung. Auf jeden Fall seine Meinung sagen am Set. Ja, definitiv. Aber bei den richtigen Leuten. Bei den richtigen Leuten. Und nicht shady sein. Okay, also nochmal zusammengefasst. Warte, was haben wir jetzt? Wird ja immer mehr. Ja. Pünktlichkeit, ja. Attitude, ja. Buch aufbauen im Ausland. Genau. Seine Meinung trotzdem auch am Set sagen. Ja. In der richtigen Weise. Ja, klar. Und was hattest du noch jetzt? Das waren die vier Tipps, oder? Und das Laufen erlernen. Und Laufen erlernen. 5 Tipps. 5 Tipps von mir. Geil. Ich würde normalerweise Geld dafür verlangen, aber hey, ich mach's für Daniel und für seine Leute. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du mit am Start Klar, warst, Geti. Gerne. Schaut euch auch Getis Instagram-Profil an. Wie heißt du bei Instagram? Gentian Ismaili. Gentian Ismaili, also das Top-Fashion-Model aus Stuttgart. Gentian Ismaili, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Klar, gerne. Und wenn ihr Model werden möchtet, ja, dann schaut mal unten in die Infobox, da gibt es einen Link zu meinem Videokurs. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben für Geti und für Daniel. Bis dahin, peace out.